أنت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ما نجيش مستعين بالأول مال سلوك بيوت الله سبحانه وتعالى إمهان نبات إمال أبامة إمبامة يخسكين بمهان شامل سنتار الله سبحانه وتعالى تبامة يخسكين سوزان دينا als seine Frau zu ihrem eigenen Kind. Allah subhanahu wa ta'ala, der sich über die Taube eines Muslims freut. Allah subhanahu wa ta'ala, der gibt. Allah ta'ala, der nimmt. Allah ta'ala, der vergibt. Allah subhanahu wa ta'ala, der niemanden vergisst. Allah ta'ala vergisst niemals seine Gläubigen, niemals die Gottesfürchtigen, niemals diejenigen, die sich unterwerfen. Wir loben den Herrn, liebe Geschwister, an den wir glauben und den wir anbeten. Dem Herrn, liebe Geschwister, der Grund dafür ist, dass wir heute hier sind. Wir loben Allah subhanahu wa ta'ala, dem König, dem Herrscher am jüngsten Tag, dem Allbarmherzigen, dem Allmächtigen, Allwissenden und Allweisen. Im Frieden und Segen sei auf das beste Vorbild, die beste Schöpfung, der beste Mensch, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte Gottes, die Barmherzigkeit für uns, das Vorbild für die ganze Menschheit. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und jene, denen folgen werden bis zum jüngsten Tag. Als allererstes, liebe Geschwister, sage ich euch, warum wir uns hier treffen. Wir treffen uns für die Belohnung zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil es Überlieferungen dafür gibt, dass wenn wir gemeinsam kommen, dass es gewaltigen Lohn dafür gibt. Allah ta'ala vergibt die Sünden, vielleicht weil wir uns hier treffen. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, O ihr Muslime, nehmt von den Gärten der Dunya, nehmt auch von den Gärten des Paradieses. Wir sagen, ja Rasulullah, wo sind diese Gärten? Er sagt, in Runden der Ermahnung. In Runden, wo man sich trifft und ermahnt. Und das machen wir heute. فَذَكِرْ إِنَّ فَعَتُ الذِّكْرَ Und ermahne dort, wo die Ermahnung nutzt. Ermahne lässt sich derjenige, der fürchtet. Und das ist der Grund, liebe Geschwister. Wir wollen von den Gärten des Paradieses nehmen, wie der Bruder erwähnte, wir wollen von den Gärten am Yawm al-Akhira nehmen. وَلَا الْأَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى Und das Jenseits ist besser für uns, als das Jenseits. Und der Muslim soll sich nicht belügen lassen und betrügen lassen von dieser Welt und von das, was er hier findet. Das ist der Grund, warum wir euch hier rufen. Das ist der Grund, warum wir euch vermissen. Und manche denken, warum wir vermissen dich. Wallahi, weil wir vermissen dich. Glaubst du mir das nicht, mein Bruder? Dann komm mal zur Moschee. Dann weißt du, warum man Muslime vermisst in deiner Moschee. Aber wenn du hier auftauchst morgen zum Salat al-Dhuhr oder zum Salat al-Fajr oder zum Salat al-Asr, dann wirst du sehen, dass es die Muslime nicht gibt. Wenn du hier aber auftauchst im Ramadan, dann sind sie wieder da. Und vergeht dieser Monat, vergeht der Glauben bei manchen. Und dann fragst du, warum wir vermissen dich? Weil es keine Muslime mehr gibt. In dem Häuser von den Häusern Allahs. In das Haus Allahs, Achi. Bayt min buyutillah. Haus von den Häusern Allahs. Die beste Orte auf dieser Erde. Die Menschen werden vermisst in diesen Orten. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Warum vermissen sie euch? Weil wir keinen anderen haben als euch. Weil ihr seid die, die wir haben. Wir sind zum Islam konvertiert. Wir kommen von dort, wo die Muslime hinwollen. Wir kommen von der Dunkelheit. Und die Muslime rennen zu der Dunkelheit. Wir kommen zur Wahrheit. Und haben die, die dahin verlassen und euch bekommen, da vermissen sie euch nicht, weil wir euch nicht gefunden haben. Das ist eine bittere Wahrheit. Das ist eine traurige Wahrheit. Was wir Beweis dafür haben, gibt es genug. Frag die Brüder, die konvertiert sind. Frag sie. Frag die Leute am Yawm al-Eid, die keine Familie besitzen, die Muslime sind. Wo sie hingehen nach dem Yawm al-Eid. Wo sie gehen nach dem Salat al-Eid. Wo wollen sie hin nach dem Gebet? Wo wollen sie hin nach dem Freitag? Frag die Schwestern, die konvertiert sind und sie anfangen, sich zu bedecken. Wer hilft sie mit den ganzen Problemen? Wer ist bei ihnen? Wer unterstützt sie? Al-Mu'minu lil-Mu'mini kalbun yani yashudu ba'duhu ba'd. Der Muslim, der Mu'min ist den anderen Mu'min ein stützendes Teil. Gemeinsam sind wir eine Mauer, aber wo ist diese Mauer? Durchgelöschert vom Scheitan. Und wir geben den Schuld jemand anderen. Und wir suchen Leute, worauf wir die Schuld geben können, doch wir sind die Schuld dafür. Warum ich heute über dieses Thema spreche? Weil ich das nicht mehr mit ansehen kann, wie Jugendliche die Kuffar als Beispiel nehmen. Weil ich kann nicht mehr mit ansehen, wie die Muslime die Dunya zum wichtigsten Teil auf dieser Erde gemacht haben. Weil ich nicht mehr mit ansehen kann, wie man die Religion verlässt.
weil ich nicht mehr mit ansehen kann, wie man die Religion oder für die Religion sich schämt. Weil man nicht lebt, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Weil man die Sahaba nicht mehr als Beispiel hat. Darum erwähne ich heute Jahannam. Und Jahannam ist die oberste Stufe, nicht mal die unterste Stufe von diesem Feuer. Weil ich nicht mehr mit ansehen kann, liebe Geschwister, wie man unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam vergessen hat. Wie die Muslime Schirk begehen. Man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer stirbt und er macht Schirk zu Allah, er geht ins Feuer. Ein Hadith authentisch. Weil ich nicht mehr mit ansehen kann, wie Muslime mit Kufar über Muslime lachen. Weil diese Muslime Islam praktizieren. Weil ich nicht mehr mit ansehen kann, wie manche Eltern von ihren Töchtern verlangen, dass sie Hijab ablegen. Wegen irgendeiner Ausbildung. Und die verlassen die Religion wegen irgendeiner Dunya-Sache. Und alles in der Dunya ist verflucht. Die Dunya ist nicht mehr wertvoll als zwei Raka im Fajr-Gebet. Raka und Fajr heirum in der Dunya oma fiha. Die zwei Raka im Fajr sind mehr als die Dunya. Mehr als die Welt und was in ihr ist. Hadith Sahih von Aisha überliefert. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, liebst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Natürlich nicht jeder von uns im Prophet bin. Und glaub an seine Wörter. Darum ich erwähne das, liebe Geschwister, weil ich das nicht mehr mit ansehen kann. Wie man Muslime vermisst, weil sie nicht da sind, weil sie die Moschee nicht respektieren, weil sie Runden vom Dhikr nicht respektieren, weil man sein Handy nicht ausschalten kann, wenn man spricht über Allah und das Wort Allah ist höher als dein Handy. Weil man lacht, wenn man Leute spricht. Und ich kann mit ansehen, wie kann man lachen, wenn man über Jannah redet, wenn man über Islam redet, wenn man über den Propheten redet, wenn man über Allah redet. Und dich nimmt das Lachen an. Und du fängst zu lachen, weil der Teufel dich nicht schlecht zuzuhören. Weil der Teufel zu dir kommt und sagt, schau mal, was der und dort dahin gemacht hat, wie der und der dort aussieht. Doch dein Spiegelbild vergessen hast. Darum erwähnen wir Jahannam. Darum erwähnen wir Nar. Weil in Zeit des Gesandten aus seinem Leute, die mit ihm gelebt haben, der Prophet überliefert, dass die in der Hölle sind. Und wer hat mir garantiert? Und wer hat uns garantiert? Und wer hat den anderen garantiert, dass wir uns nicht in der Hölle befinden? Wir erwähnen das, liebe Geschwister, weil an jedem Jumu'ah, ihr hört Versen aus dem Koran. Wir hören Versen aus dem Koran und wir praktizieren sie nicht. وَمَنْ يُوتِ إِلَهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kommt diese Ayah nicht in Jumu'ah? Wenn der Imam seine Khutba anfängt, sagt er nicht, wer Allah und dem Propheten gehorcht, das ist der gewaltigste Gewinn. Wer gehorcht Allah und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Während Allah sagt, das ist haram. Und die Muslime machen das zu halal. Wenn Allah Ta'ala sagt, Zina ist haram, zu den größten Sünden, und die Muslime sind von Zina bedeckt. Wenn Allah Ta'ala sagt, Riba ist haram, und wir suchen uns aus, den Riba zu nehmen, weil wir irgendwie Möbel im Haus haben wollen, weil wir einen neuen Rechner haben wollen, weil wir irgendein Auto besitzen wollen, um schnell auf diese Erde zu schreiten. Wie willst du Sirat überqueren, wenn es kein Auto für dich gibt? Wir pflegen noch diese Dinge. Wir pflegen unsere Autos. Wir pflegen unsere Häuser. Wer pflegt den Namen Muslim? Wer pflegt sein Iman? Wer betet fünfmal am Tag? Wer liest den Koran und versucht den Koran zu verstehen? Darum sprechen wir über Jahannam. Darum erwähnen wir die Hölle. Darum erwähnen wir die Strafe Allahs. Weil Allah erwähnt seine Strafe aus Gründen. Allah spricht über die Hölle im Koran aus Gründen, liebe Geschwister. Damit der Muslim weiß, es gibt eine Strafe für denjenigen, der ablehnt. Und wie kann man Allah ablehnen? Wie kann man Gott ablehnen? Wie kann man diesen Herrn ablehnen? Subhanallah. Wie der Bruder gesagt hat, jede Einzelheit ist ein Beweis dafür, dass Allah, dass Gott, dass der Herr da ist. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Wie kann man Allah leugnen? Wie konnte euren Herrn leugnen? Während ihr doch tot wart von Allah, was lebt ihr gemacht? Darauf ihr sterben wird und wieder lebendig wird. Und die Rückkehr ist bei Allah.